Hallo, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Channel Joggler66 und heute mache ich die Lesung weiter von dem Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Angekommen sind wir jetzt bei Kapitel 1, das heißt Kennzeichen der beiden Systeme. Und ich werde heute also das erste Kapitel Kennzeichen der beiden Systeme von dem Buch von Alexander Hislop lesen. In der Zwischenzeit, den letzten Wochen, sind so viele Dinge passiert, will ich nur noch mal eben erzählen, dass ich mir auch mal gedacht habe, im Allgemeinen was mehr deutsche Videos zu machen. Also werde ich in der Zukunft auch ein bisschen mehr mich auf meine deutschen Brüder und Schwestern konzentrieren und werde ein bisschen mehr deutsche Videos machen. Angefangen jetzt erstmal mit Kennzeichen der beiden Systeme, Kapitel 1 in diesem Buch und noch eine ganze Menge andere interessante Dinge, die da vielleicht kommen werden. Und ihr könnt ja selber mal Vorschläge machen in der Kommentarsektion des Videos und sagen, das oder das würden wir gerne hören. Gut, fangen wir an. Kennzeichen der beiden Systeme. In der Beweisführung für den babylonischen Charakter der päpstlichen Kirche ist der erste Punkt, auf den ich die Aufmerksamkeit lenken möchte, die Eigenschaft des Geheimnisses, das sowohl mit dem modernen römischen als auch mit dem antiken babylonischen System verbunden ist. Das gigantische System von Sittenverderbnis und Götzendienst, das in diesem Abschnitt durch das Sinnbild einer Frau mit einem, Zitat, goldenen Becher in ihrer Hand, Ende Zitat aus Offenbarung Kapitel 17, Vers 4 beschrieben wird, durch die alle Völker trunken geworden sind von dem Wein ihrer Unzucht, so wie wir in Offenbarung Kapitel 17, Vers 2 und Kapitel 18, Vers 3 nachlesen können, wird von Gott, Zitat, Geheimnis Babylon, die große, Zitat Ende, wie in Offenbarung 17, Vers 5 nachzulesen ist, genannt. Dass das von Paulus im zweiten Buch der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 7 beschriebene, Zitat, Geheimnis der Gesetzlosigkeit, Zitat Ende, seine Entsprechung in der römischen Kirche hat, kann kein aufrichtiger Mensch, der dieses Thema sorgfältig untersucht hat, so schnell bezweifeln. Ja, das ist ein interessanter Punkt, den er hier macht. Kein Mensch, kein aufrichtiger Mensch, der dieses Thema sorgfältig untersucht hat, kann das bezweifeln. Das stimmt. Das Problem ist, dass die meisten Leute, die mit mir oder mit anderen in die Diskussion gehen über solche Punkte, dass die erstens nicht aufrichtig sind, dass die zweitens nicht spirituell ehrlich sind zu sich selber und dass sie drittens meistens ihre Diskussion anfangen von dem, was sie indoktriniert bekommen haben von ihrem Priester oder ihrem Pastor. Und nicht selbst durch das Lesen der Heiligen Schrift. Wenn du die Heilige Schrift selber liest, dann kommt der Heilige Geist über dich und erklärt dir auch die Heilige Schrift. Und dann verstehst du sie besser. Und dann bezweifelt man solche Dinge auch nicht, wie hier angegeben wurden. Es ist also schon wichtig, dass man erst und vor allen Dingen selber mit sich selber ehrlich ist. Halt so aufrecht sein kann, wie man der Bibel nach nur sein kann, weil die Bibel selber sagt ja, es gibt keinen Aufrichtigen außer einen und das ist der Vater im Himmel. Der Autor fährt fort. Der Eindruck, den dieser Bericht auf den großen Sir Matthew Hale machte, kein unbedeutender Kenner der Tatsachen, war so stark, dass er zu sagen pflegte, dass, wenn diese Beschreibung der Apostel der Öffentlichkeit überlassen würde, jeder Polizist im Reich dazu berechtigt würde, den Bischof von Rom als das Haupt dieses Geheimnisses der Gesetzlosigkeit festzunehmen, wo immer er ihn fände. Da nun das hier beschriebene System ebenfalls mit der Bezeichnung Geheimnis gekennzeichnet ist, kann man annehmen, dass beide Textstellen sich auf dasselbe System beziehen. Aber der Leser wird mit Sicherheit erkennen, dass uns der Ausdruck, der auf das neutestamentliche Babylon angewendet wird, natürlich zurück zum Babylon der alten Welt führt. So wie die apokalyptische Frau in ihrer Hand einen Becher hält, mit dem sie die Völker berauscht, war es auch in dem alten Babylon. Von diesem Babylon, obwohl noch in all seiner Herrlichkeit, sagte der Herr, als er seinen Untergang durch den Propheten Jeremia ankündigen ließ, Zitat: Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn, der die ganze Erde berauschte. Von seinem Wein haben die Nationen getrunken. Darum sind die Nationen wie toll geworden. Ende Zitat, wie wir nachlesen können, in Jeremia, Kapitel 51, Vers 7.
Weshalb diese genaue sprachliche Übereinstimmung in Bezug auf die beiden Systeme? Die natürliche Folgerung ist sicherlich, dass das eine zum anderen in einer Beziehung von Typus und Antitypus, von Abbild und Original steht. So wie nun das Babylon der Offenbarung als Geheimnis gekennzeichnet ist, sind auch die chaldäischen Geheimnisse oder Mysterien, die einen so wesentlichen Teil dieses Systems ausmachten, das große Kennzeichen des alten babylonischen Systems. Und auf diese Mysterien oder Geheimnisse spielt die Sprache des hebräischen Propheten, wenn auch in symbolischer Weise, unmissverständlich an, wenn er von Babylon als einem goldenen Becher spricht. Von geheimnisvollen Getränken zu trinken, so Salverte, war für all jene unerlässlich, die in diese Mysterien eingeführt werden wollten. Diese geheimnisvollen Getränke bestanden aus Wein, Honig, Wasser und Mehl. Es kann kein Zweifel bestehen, dass diese Zutaten, deren Verwendung man zugab, und andere, die sicher verwendet wurden, was man aber nicht zugab, berauschende Eigenschaften besaßen. Und bevor die Anwärter auf die rituelle Initiation nicht unter ihre Macht gekommen waren, bevor ihre Verstandeskraft nicht getrübt und ihre Leidenschaften durch den berauschenden Trank erregt waren, waren sie nicht ausreichend auf das vorbereitet, was sie entweder hören oder sehen sollten. Wenn man danach fragt, was zum Gegenstand und Ziel jener alten Mysterien war, wird man herausfinden, dass es eine wunderbare Analogie zwischen ihnen und dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit gab, welches die römische Kirche verkörpert. Das oberste Ziel dieser Mysterien war es, in nicht öffentlicher Weise und ganz allmählich unter dem Siegel der Verschwiegenheit und mit Bekräftigung durch einen Eid das einzuführen, was nicht gewährleistet gewesen wäre, hätte man es sofort und öffentlich vorgelegt. Die Zeit, zu der sie eingeführt wurden, beweist, dass dies so gewesen sein muss. Die chaldäischen Mysterien könnten bis zu den Tagen der Semiramis zurückverfolgt werden, die nur wenige Jahrhunderte nach der Sintflut lebte und dafür bekannt ist, dass sie ihnen ihr eigenes lasterhaftes und verdorbenes Denken aufprägte. So, hier muss ich mal einen kurzen Kommentar eingeben. Semiramis, ich weiß nicht, inwieweit ihr damit bekannt seid, wer Semiramis ist, aber Semiramis ist heutzutage in der römisch-katholischen Kirche vergöttert als Maria. Das hat man eben davon, wenn man das Christentum tauft mit dem Heidentum, wie passiert in 321 durch Konstantin. Semiramis war ursprünglich die Frau von Nimrod in Babylon. Und als Nimrod gestorben war und in viele Teile zerfallen war, konnte man einen Teil von ihm nicht zurückfinden. Und das war ausgerechnet sein Geschlechtsteil. Deswegen haben wir heute überall im heidnischen System die Obelisken stehen, wie zum Beispiel im St. Petersplatz steht ein sehr großer Obelisk. Gegenüber dem Weißen Haus in Washington steht ein großer Obelisk. In London stehen verschiedene Obelisken. Diese Obelisken sind alles Phallus-Symbole. Und Semiramis hat dann behauptet, dass sie durch die Sonne empfangen hat und ein Kind geboren hat, und das Kind wurde bekannt als Tammuz. Und daher haben wir diese alte babylonische Dreieinigkeit: Nimrod, Semiramis und Tammuz. Und Tammuz war dann ihrer Meinung nach, Semiramis Meinung nach, der wiedergeborene Nimrod. Das heißt, ihr Mann, den sie dann zurückgeboren hat als ihren Sohn. Ja, das klingt ein bisschen verrückt, aber das ganze Heidentum ist ja nun mal auch verrückt. Deswegen ist es ja auch so schwierig zu begreifen. Das Christentum ist viel einfacher. Aber um nochmal auf die Semiramis zurückzukommen. Semiramis, die auch als Göttin des Himmels bekannt ist, da kommen wir sicher später im Buch noch drauf, die in vielen verschiedenen Formen auch heute noch überall erscheint. Zum Beispiel in der Freiheitsstatue im Hafen von New York, Vereinigten Staaten von Amerika. Zum Beispiel als Statue mit dem Namen Freiheit, Freedom, auf dem Washingtoner Kapitol. Und um das zu verstehen, lest bitte das Buch Rulers of Evil oder folgt meiner Lesung. Das ist zwar Englisch, ich kann es dir leider nicht helfen, wenn all diese tollen Bücher in Englisch sind. Außerdem auch bekannt als Fidesz,
die Göttin des Vertrauens, um nur mal einige zu nennen. Und das Buch Babylon Mystery Religion, also die babylonische Geheimnisreligion, geht natürlich auf diesen Umstand noch viel mehr ein. Dieses Buch lese ich auch im Augenblick. Die ersten drei Kapitel habe ich bereits auf meinem Kanal hochgeladen, aber leider eben auch, das ist nur in Englisch. Also, die chaldäischen Mysterien können bis zu den Tagen der Semiramis zurückverfolgt werden, die nur wenige Jahrhunderte nach der Sintflut lebte und dafür bekannt ist, dass sie ihnen ihr eigenes lasterhaftes und verdorbenes Denken aufprägte. Diese schöne, aber lasterhaftige Königin Babylons war nicht nur selbst ein Vorbild, was unbeherrschte Begierde und Zügellosigkeit angeht, sondern wurde auch in den Mysterien, die hauptsächlich sie gestaltete, als Rea verehrt. Die große Mutter der Götter. Und dies geschah mit solch grausamen Riten, dass man sie mit Venus, der Mutter aller Unreinheit, gleichsetzte. Sie brachte der Stadt, in der sie regierte, ein schlechtes Ansehen unter den Nationen ein, als Hauptsitz des Götzendienstes und der Tempelprostitution zugleich. So war diese chaldäische Königin ein passender und bemerkenswerter Prototyp der Frau in der Offenbarung mit dem goldenen Becher in ihrer Hand und dem Namen auf ihrer Stirn. Zitat: Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Zitat Ende. Wie wir in der Abbildung sehen können, die ich dann hier in das Video einarbeiten werde. Das apokalyptische Sinnbild der Hure mit dem Becher in ihrer Hand kam sogar bei den aus dem alten Babylon stammenden Symbolen des antiken griechischen Götzendienstes vor, denn so wurde ursprünglich die griechische Venus dargestellt. Und es ist eigenartig, dass zu unserer Zeit heute zum ersten Mal die römische Kirche tatsächlich genau dieses Symbol zu ihrem eigenen Sinnbild gewählt hat. Anlässlich eines Jubiläums prägte Papst Leo XII. Im Jahr 1825 eine Medaille, die auf der einen Seite sein eigenes Bild trug und auf der anderen das Bild der römischen Kirche unter dem Symbol einer Frau, die in ihrer linken Hand ein Kreuz und in ihrer rechten einen Becher hielt. Rundherum stand die Inschrift Sedet Super Universum, das heißt also, die ganze Welt ist ihr Sitz, in einer Abbildung, die ich hier in das Video einarbeiten werde. Es war riskant, in der Zeit, in der Semiramis lebte, einer Zeit, in der der von den Stammvätern überlieferte Glaube den Menschen noch frisch im Gedächtnis war und in der auch Sem, der Sohn Noahs, noch lebte und die Gläubigen dazu bewegte, sich um das Banner der Wahrheit und der Sache Gottes zu scharen, plötzlich und öffentlich ein solches System einzuführen, wie es von der babylonischen Königin eingeweiht wurde. Nun, das sollte man wirklich probieren, gut zu verstehen. Wir sprechen in einer Zeit, wo Semiramis lebte. In derselben Zeit hat wahrscheinlich noch Sem gelebt, einer der Söhne Noahs, einer von denjenigen, die die Flut überlebt haben und die danach von Gott ausgeschickt wurden, um die Welt wieder zu bevölkern. Und was hat Sem gemacht? Er ging nach Babylon und hat eine Stadt gebaut. Ja? Städte sind etwas, was Gott nicht mag. Deswegen wird er auch die ganzen großen Städte zerstören, wenn er zurückkommt. Wir sollen uns verteilen, wir sollen auf dem Land wohnen und wir sollen uns verteilen. Städte sind nicht gut, weil Menschen sich da immer zusammenrotten und das ist nicht das, was Gott will. Muss man sich mal überlegen, in der Zeit nach der Flut, die Menschen haben das überlebt, die haben gesehen, was Gott in seiner Macht tun kann mit der Flut, um alles Leben auf der Erde zu vernichten, außer das, was in der Arche geblieben ist. Und trotzdem fallen sie danach von dem Glauben wieder ab und wenden sich lieber der Anbetung der Schöpfung zu, anstatt der Anbetung des Schöpfers. Weil da geht's doch im Grunde die ganze Zeit drum. Also, ich lese den letzten Satz eben nochmal. Es war riskant, in der Zeit, in der Semiramis lebte, einer Zeit, in der von den Stammvätern überlieferte Glaube den Menschen noch frisch im Gedächtnis war und in der auch Sem, der Sohn Noahs, noch lebte und die Gläubigen dazu bewegte, sich um das Banner der Wahrheit und der Sache Gottes zu scharen, plötzlich und öffentlich ein solches System einzuführen, wie es von der babylonischen Königin eingeweiht wurde. Durch die Aussagen im Buch Hiob wissen wir,
dass unter den gottesfürchtigen Völkern, die nicht im geringsten etwas mit mosaischen Einrichtungen zu tun hatten, die aber den reinen Glauben der Patriarchen bewahrten, Götzendienst in jeder Form als Verbrechen angesehen wurde, das eine außerordentliche und schnelle Bestrafung derer zur Folge hatte, die ihn praktizierten. Zitat: Habe ich das Licht, die Sonne, angesehen, wenn es hell leuchtete, und den Mond, wenn er herrlich dahinzog, dass mich mein Herz heimlich betört hätte, ihnen Küsse zuzuwerfen mit meiner Hand? Das wäre auch eine Missetat, die vor die Richter gehört, denn damit hätte ich verleugnet Gott in der Höhe. Zitat Ende, wie wir nachlesen können im Buch Hiob, Kapitel 31, Verse 26 bis 28. Wenn dies nun zu Hiobs Zeit der Fall war, muss es umso mehr zu der früheren Zeit so gewesen sein, als die Mysterien eingeführt wurden. Das ist doch logisch, oder? Daher war es nötig, dass die Einführung von Götzendienst und besonders im Fall eines so abscheulichen Götzendienstes, wie ihn das babylonische System enthielt, geheim und im Verborgenen vor sich ging. Obwohl er durch politische Macht eingeführt würde, hätte er eine heftige Reaktion hervorrufen können und der unverdorbene Teil der Menschheit hätte Versuche unternehmen können, ihn niederzuwerfen. Wäre er in all seiner Abscheulichkeit plötzlich aufgetreten, hätte er auf alle Fälle das Gewissen der Menschen alarmiert und das Erreichen des angestrebten Ziels vereitelt. Nun, das ist genau das, was wir heute in unserer Zeit erleben. Wenn man sich mit der neuen Weltordnung beschäftigt, wenn man weiß, wo das herkommt und wenn man weiß, dass es da um Satanisten geht, ob wir jetzt die Freimaurer betrachten oder die Jesuiten oder die römisch-katholische Kirche, das sind alles Teufelsanbeter. Aber natürlich in ihrer esoterischen Weise, ja, das bringen sie nicht nach draußen, das ist das, was das Wissen der Eingeweihten ist. Man hat immer, das dürft ihr nicht vergessen, man hat immer das Wissen, das nach außen hin gegeben wird und man hat das innere Wissen. Wenn heutzutage die römisch-katholische Kirche und unsere ganzen Regierungen, die ja alle entweder alles Freimaurer sind oder sonst wie durch die Jesuiten kontrolliert sind, zugeben würden, dass sie Satan anbeten, dann würden wir morgen eine Revolution haben und wir würden vielleicht endlich mal wach werden und wir würden die Leute aus ihren Ämtern jagen. Das tun sie aber nicht. Nein, das wird ganz heimlich, still und leise, im Verborgenen wird das gemacht. Und es kommt dann immer mehr raus, immer mehr raus. Ich gebe euch jetzt mal ein kleines Beispiel. Ihr kennt doch alle die sogenannten Chemtrails, ja? Diese Streifen am Himmel, die von Flugzeugen versprüht werden. Wenn man vor 5, 6 Jahren oder vor 7 Jahren ungefähr, was weiß ich, noch von Chemtrails gesprochen hat, wurde man als Verschwörungstheoretiker abgetan. Heute ist das schwierig, das zu tun, weil die meisten Regierungen öffentlich zugeben, dass sie in dem System, wie es im Englischen so schön heißt, Geoengineering, ja, also Geoengineering, weiß ich, wie man das in Deutsch sagt, aber versteht das schon sicher, damit beschäftigt sind, einen Schutzschirm oder wie auch immer über die Welt zu legen und dafür mit diesen Flugzeugen sprühen. Das ist ganz öffentlich zugegeben. Jeder kann sich die Dokumente offiziell anschauen. Das wird erst im Verborgenen gemacht, dann wird es geleugnet und dann auf einmal wird es mehr oder weniger zugegeben. Und genau so wird die satanische Religion eingeführt, weil schlussendlich, das sollten wir nie vergessen, schlussendlich geht es nur darum, dass Satan das Ziel hat, angebetet zu werden. Das war sein Ziel von Anfang an im Himmel, als er rebelliert hat, und das ist immer noch sein Ziel. Und ihm ist es, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, ihm ist es scheißegal, welche Lüge du glaubst, solange du die Lüge glaubst, irgendeine Lüge, aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, die gefestigt ist in dem heiligen Buch, in der Bibel, in der richtigen Bibel. Wie gesagt, Englisch, König James Version von 1611, autorisierte Version, keine andere und maximal zu vergleichen mit der Lutherbibel von 1545. Auf jeden Fall eine Bibel vor 1912, um da mal eben nochmal deutlich drauf einzugehen. Satan ist es scheißegal, welche Lüge du glaubst, solange du eine Lüge glaubst. Ist das Islam, was du glaubst? Ist das Hinduismus, was du glaubst? Ist das New Age, was du glaubst? Ist das Buddhismus, was du glaubst? Völlig wurscht ist ihm das. Es ist alles
außer die Wahrheit. Und das will er verhindern. Und deswegen mache ich ja diese Lesung hier, um euch darauf aufmerksam zu machen. Es zählt nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Der Autor fährt fort. Ziel war es nämlich, die ganze Menschheit in blinder und absoluter Unterwerfung an eine Hierarchie zu binden, die vollständig von den Herrschern Babylons abhängig war. Bei der Durchführung dieses Plans wurde jede Erkenntnis, ob geistlich oder weltlich, durch die Priesterschaft monopolisiert, welche sie an jene, die in die Mysterien eingeführt waren, genauso weitergaben, wie ihre Priester es für richtig hielten. So, wie es die Interessen des großen Systems von geistlichen Despotismus, das sie verwalten mussten, eben erforderten. So war das Volk, wo immer das babylonische System sich ausbreitete, von Kopf bis Fuß an die Priester gebunden. Die Priester waren die einzigen Verwahrer religiösen Wissens. Nun, hier muss ich auch mal eben kurz einschreiten. Die Priester waren die einzigen wahren religiösen Wissens. Das ist doch der Grund, weshalb wir das dunkle Zeitalter hatten. Das dunkle Mittelalter. Das im Grunde von 500 nach Christus bis 1500 nach Christus ungefähr gedauert hat. Oder die biblischen 1260 Jahre, die aber für die Auserwählten zu beschützen verkürzt wurden durch die Reformation, die 1517 von Luther startete. In der Zeit gab es nur das Wissen, das den Menschen mitgeteilt wurde von den Priestern, die von der Kanzel predigten. Die Priester der römisch-katholischen Kirche, die selber die Bibel oftmals gar nicht kannten, weil das Problem war, dass viele Priester, denen erlaubt wurde, die Bibel zu lesen, erkannt haben, dass der Papst der Antichrist ist. Die waren alle nicht dumm, die können auch lesen. Und deswegen war die Bibel nur einigen wenigen vorbehalten. Selbst Priester durften sie nur mit spezieller Genehmigung lesen. Das gemeine Volk schon mal überhaupt nicht und schon gar nicht in ihrer eigenen Sprache, sondern nur in der toten Sprache Latein. Das war das dunkle Zeitalter. Nicht, weil man abends keine Glühlampe hatte und kein Licht hatte in der Wohnung oder keine Kerze anzünden konnte. Nein, es ging um die spirituelle Dunkelheit, weil die Priester die einzigen Verwahrer religiösen Wissens waren. Und das ist von Anfang an der sogenannten, ja, Zitat, Anführungsstriche oben, Zivilisation so. Von Anfang an, die Priester waren die einzigen Verwahrer religiösen Wissens. Gott hat uns das Buch, die Bibel, gegeben, weil er weiß, dass wir alle verständig und schlau genug sind, um die Bibel selbst zu lesen und zu begreifen. Man muss sie uns nur geben. Und in dem dunklen Zeitalter über 1000 Jahre wurde uns die Bibel vorenthalten. Und wenn uns die Bibel vorenthalten wird, wenn uns das Licht vorenthalten wird, dann tappen wir eben alle im Dunkeln und in der Verdammnis. Und deswegen war das Satans Höhepunktzeit zu der Zeit. Die Priester waren die einzigen Verwahrer religiösen Wissens. Nur sie hatten die wahre Überlieferung, durch die die Schriften und Symbole der öffentlichen Religion interpretiert werden konnten, fährt der Autor fort. Und wenn man sich ihnen nicht blindlings und bedingungslos unterwarf, konnte man nicht wissen, was zum Heil notwendig war. Vergleicht man nun dies mit der frühen Geschichte des Papsttums und mit seinem durchgängig feststellbaren Geist und seiner Handlungsweise, wie genau war die Übereinstimmung? Begann das verdorbene System der babylonischen Mysterien zu einer Zeit des Lichts der Patriarchen? Jenes unheilige und der Schrift zuwiderlaufende System der römischen Kirche, in dem sich eine solche Rangordnung entwickelt hat, begann in einer Zeit von weitaus größerem Licht. Es begann gerade zur Zeit der Apostel, als die junge Gemeinde in ihrer Blütezeit stand und die herrlichen Früchte von Pfingsten überall sichtbar waren, als Märtyrer ihr Zeugnis für die Wahrheit mit ihrem Blut besiegelten. Schon damals, als das Evangelium so hell leuchtete, ließ der Geist Gottes Paulus dieses klare und deutliche Zeugnis ablegen. Zitat: Schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Wie wir nachlesen können im zweiten Buch der Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 7. Nun, der zweite Teil dieses Verses ist eigentlich von sehr großer Bedeutung. Dann habe ich es über 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 7, Vers 8 eigentlich.
Ich werde euch das mal eben hier vorlesen. Im Englischen lautet das also: For the mystery of iniquity, also die Sündhaftigkeit, doth already work. Ja, wie ihr gerade gesagt habt, schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Ja. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Das ist ganz wichtig. Ja. Nur dass derjenige, der im Augenblick noch im Weg steht, aus dem Weg geräumt werden muss. Und dann liest man weiter in Vers 8. Ich lese es erst in Englisch und dann in Deutsch. And then shall that wicked, also der Gottlose, then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Im Deutschen liest sich das: Alsdann wird der Boshaftige oder Gottlose offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft. Zitat Ende. Hier im zweiten Buch der Thessaloniker, im zweiten Kapitel, Vers 7 und 8, wird deutlich Bezug genommen auf das kleine Horn in Daniels Prophezeiung und deutlich mitgeteilt, wer der Antichrist sein wird. Lass uns das mal eben deutlich festhalten, bitte. Gott hat in der gesamten Bibel deutlich darauf hingewiesen, wer der Christus ist und wann der Christus kommen wird. Ob wir das jetzt erkennen oder nicht, das liegt ja nur daran, wie wir die Schrift interpretieren. Und die Schrift ist ja nicht für persönliche Interpretation. Da eben nochmal drauf eingegangen. Und Gott hat uns deutlich wissen lassen, wann unser Erlöser kommt. Und genauso deutlich hat Gott uns wissen lassen, wer der Feind des Erlösers ist. Also, Christ und Antichrist. Und dass wir heute alle dieser Zukunftslüge folgen, das ist, glaube ich, meine Sendung für sich selber, abgesehen von diesem Buch. Was diese Zukunftslüge beinhaltet mit den zukünftigen Antichristen und die Pervertierung von Daniel Kapitel 9, Vers 24 bis 27. Aber da gehe ich gerne mal in einem anderen Video drauf ein. Wie gesagt, ihr könnt ja schreiben, ob ihr das gerne mal wollt. Inzwischen fährt der Autor fort. Gott hatte vorausgesagt, dass dieses System der Gesetzlosigkeit, das damals begann, in einem unheilvollen Abfall enden wird, der sich zu seiner Zeit in schrecklicher Weise offenbaren wird, bis es, Zitat, durch den Hauch seines, des Herrn, Mundes, Zitat Ende, zerstört und ihm, Zitat, durch die Erscheinung seiner Ankunft, Zitat Ende, ein Ende gemacht werden wird. Also Vers 8, wie ich gerade vorgelesen habe. Aber als es in die Kirche eingeführt wurde, geschah dies geheim und im Verborgenen mit, Zitat, jedem Betrug der Ungerechtigkeit, Zitat Ende. Es arbeitete in mysteriöser Weise unter tadellosen, aber falschen Vorwänden und führte dadurch die Menschen von der schlichten Wahrheit weg, wie sie in Jesus ist. Und es tat dies genau aus demselben Grund geheim, aus dem auch der Götzendienst geheim und die alten Mysterien Babylons eingeführt wurde. Es war nicht sicher und klug, hier anders vorzugehen. Der Eifer der wahren Gemeinde, wenn auch bar bürgerlicher Macht, hätte sich erhoben, um das falsche System und all seine Anstifter aus den Grenzen der Christenheit zu verweisen, wenn es offen und auf einmal in all seiner Derbheit erschienen wäre, wodurch seine Ausbreitung unterbunden worden wäre. Daher wurde es geheim und nach eingeführt, so dass in dem Maße, wie der Abfall voranschritt, eine Verderbnis nach der anderen eingebracht wurde. Habt ihr schon mal gehört von dem Prinzip des kochenden Frosches? The Boiling Frog Syndrome? Ja? Wenn man einen Topf nimmt mit eiskaltem Wasser und man tut da einen Frosch hinein, dann fühlt er sich da ganz wohl. Wenn man jetzt einen Frosch nimmt und man setzt ihn in einen Topf mit heißem oder kochendem Wasser, dann springt er direkt raus. Also nimmt man einen Topf mit kaltem Wasser, tut den Frosch rein und langsam, langsam führt man die Temperatur nach oben und nach oben und macht es wärmer und wärmer, bis es heiß wird und heißer, bis es kocht. Und der Frosch merkt das nicht. Er wird lebendig gekocht. Und das ist genau, was, Zitat, Anführungsstriche oben, Sie mit uns machen. Nach und nach und nach wird die Hitze hochgefahren, dass wir es gar nicht merken. Weil
gleichzeitig die Geschichte verändert wird, das Lehren der Geschichte verändert wird. Es geht nicht darum, was sie uns lehren, es geht darum, was sie uns nicht lehren, was sie auslassen. Und so sorgt man dafür, dass von Generation zu Generation, dass von Generation zu Generation Wissen verloren geht und deswegen Menschen diese Veränderung gar nicht mehr bemerken. Ich sage euch ein Ding. Die Generation, die jetzt heranwächst, die kann gar nichts mehr damit anfangen, wie damals Hitler an die Macht gekommen ist. Und deswegen wäre es ganz einfach für einen weiteren Hitler an die Macht zu kommen. Jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber zum Beispiel in Amerika. Schaut euch doch Obama an, schaut euch doch die Regierung der Amerikaner an. Das ist das Vierte Reich. Wir haben ja übrigens auch eine ganze Menge Nazis importiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist jetzt gar nicht der Punkt, auf den ich eingehen will. Der Punkt, den ich machen will, ist, dass dadurch, dass man diese Veränderungen nach und nach ganz langsam einführt, die Menschen das gar nicht mehr merken. Übrigens hat der Paul Juncker, als er noch luxemburgischer Ministerpräsident war, der ist ja jetzt, glaube ich, Vorsitzender der EU-Kommission, den sie ihn gemacht haben oder was, der hat doch mal gesagt, wir in der EU, wir machen kleine Schritte, wir führen etwas ein und wenn es keinen großen Aufschrei gibt, dann gehen wir weiter und wenn es einen Aufschrei gibt, dann gehen wir einen Schritt zurück und danach gehen wir wieder zwei Schritte vor. Einen Schritt zurück und zwei Schritte vor. Ja, im Endeffekt gehst du immer einen Schritt vor, oder nicht? Nach und nach werden diese Dinge eingeführt. Nach und nach wurde geheim dieser Abfall eingeführt in die Kirche, dass man es eben nicht auf einmal gemerkt hat, sondern eben, dass es nach und nach eingeführt wurde. Der Autor fährt fort. Die abfallende Christenheit wurde so darauf vorbereitet, es zu tolerieren, bis es die gigantische Höhe erreicht hatte, die wir jetzt sehen, da in fast jeder Einzelheit das System des Papsttums genau der Gegenpol zu dem System der Urgemeinde ist. Für die schrittweise Einführung all dessen, was jetzt durch das Wirken des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit am meisten für Rom kennzeichnend ist, haben wir sehr schlagende Beweise, die sogar von Rom selbst aufbewahrt werden, durch die Nachbildung der Inschriften in den römischen Katakomben. Diese Katakomben sind ausgedehnte unterirdische Gänge in der Umgebung von Rom, in denen die Christen in Zeiten der Verfolgung während der ersten 3 Jahrhunderte ihre Gottesdienste feierten und auch ihre Toten begruben. Auf einigen der Grabsteine kann man noch Inschriften finden, die den wohlbekannten Grundsätzen und Praktiken Roms direkt zuwiderlaufen. Greifen wir nur ein Beispiel heraus. Gibt es heutzutage beispielsweise ein größeres Merkmal als das Papsttum, als das erzwungene Zölibat des Klerus? Diese Inschriften liefern uns jedoch entscheidende Beweise dafür, dass es sogar in Rom eine Zeit gab, als ein solches Zölibat im Klerus nicht bekannt war. Dies wird durch Folgendes bezeugt, gefunden auf verschiedenen Gräbern. Zitat: Für Basilius, den Presbyter, und Felicitas, seine Frau. Sie errichteten dies für dich. Petronia, Frau eines Priesters, das Vorbild in Bescheidenheit. Hier lege ich meine Knochen nieder. Vergießt keine Tränen, lieber Gatte und liebe Tochter, und glaubt, dass es verboten ist, um jemanden zu weinen, der in Gott lebt. Zitat Ende. Hier und da ein Gebet für die Toten. Gott erneuere deinen Geist. Beweist, dass schon damals das Geheimnis der Gesetzlosigkeit zu wirken begonnen hatte. Aber Inschriften wie die hier angeführten zeigen, dass es langsam und behutsam am Wirken war und dass zur Zeit ihrer Erstellung die katholische Kirche noch nicht in dem Maße durchgesetzt hatte, so absolut ihren Priestern das Heiraten zu verbieten, wie sie es jetzt tut. Gerissen und schrittweise legte Rom also den Grundstein seines klerikalen Systems, auf welchem es später einen so ungeheuren Oberbau errichten sollte. Zu Beginn wurde schon das Mysterium oder Geheimnis seinem System aufgeprägt. Nun, was die Katakomben angeht, kann ich euch mal anraten, schaut euch das mal selbst nach im Internet. Wie gesagt, macht eure eigenen Untersuchungen, ihr müsst ja mir oder dem Buch nicht glauben. Es gibt Dokumentationen auf YouTube, ich kenne sie nur in Englisch, wenn man das mal nachschaut, wo tatsächlich Leute sogar in diesen Katakomben waren und die sehen, also dass Rom ist immer durchzogen von diesen alten Gängen. Und
Diese Dinge kann man sich also anschauen. Nun, die Bibel ist deutlich an vielen Stellen, das muss ich aber eben hinzufügen, dass die Priester mit Frauen verheiratet sein dürfen und ein Zölibat eine schwere, oft untragbare Last ist. Paulus zum Beispiel hat dies freiwillig gewählt. Petrus, der nicht der erste Papst war, da können wir auch gerne mal drüber sprechen, Petrus war verheiratet. Je länger man die römisch-katholische Kirche studiert, desto mehr wird deutlich, dass durch diese, Anführungsstriche oben, Abstinenz die fleischlichen Gelüste in Sünde führen, wie zum Beispiel außerehelicher Geschlechtsverkehr, Sodomie und Pädophilie. Und das ganz sicher im Zusammenhang mit Götzendienst, wie im ersten Buch Römer beschrieben wird. Wer zum Beispiel glaubt, Homosexualität, wie man das heutzutage so schön sagt, Sodomie, ist nicht heilbar oder ist eine Krankheit, die psychologisch oder wie auch immer geheilt werden kann, dem kann ich nur anraten, das erste Buch der Römer zu lesen. Das ist das erste Mal, dass Paulus das Gebiet Judäa verlassen hat. Und er ging sofort in das Zentrum des Götzendienstes der damaligen Zeit, Rom. Und im ersten Kapitel des Buches an die Römer, wenn man das liest und sich zu Herzen nimmt, dann versteht man, wo Homosexualität, wie sie es heute nennen, Sodomie, wo das herkommt. Und man versteht auch, wie einfach es ist, das zu heilen. Ich sag's mal so, es gibt keinen bibelgetreuen Christen, der Sodomit ist. Die zwei Dinge schließen einander aus. Der Autor fährt fort. Aber dieser Grundzug des Mysteriums blieb ihm auf seinem ganzen Weg erhalten. Als es ihm erst einmal gelungen war, das Licht des Evangeliums zu trüben, indem es die Fülle und die freie Gabe der Gnade Gottes verdunkelte und die Seelen der Menschen vom direkten und unmittelbaren Zugang zu dem einen Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses abhielt, wurde dem Klerus eine geheimnisvolle Macht zugeschrieben, die seinen Priestern Herrschaft über den Glauben des Volkes verlieh. Eine Herrschaft, die apostolische Männer deutlich abgelehnt hatten, wie wir nachlesen können im zweiten Buch der Korinther, Kapitel 1, Vers 24, Zitat, nicht, dass wir Herren seien über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr stehet im Glauben, Zitat Ende. Die jedoch in Zusammenhang mit der Beichte mindestens so absolut und uneingeschränkt geworden ist, wie sie der babylonische Priester über die in den alten Mysterien Eingeweihten ausübte. Die geistliche Macht der römischen Priesterschaft gipfelte in der Einführung der Ohrenbeichte. Diese Beichte hatten sie selbst von Babylon übernommen. Die Beichte, die von den Mönchen Roms gefordert wurde, unterscheidet sich vollends von der im Worte Gottes vorgeschriebenen Beichte. Die Vorschrift der Heiligen Schrift hinsichtlich des Sündenbekenntnisses lautet, Zitat, bekennt nun einander die Sünden. Zitat Ende, wie wir im Buch Jakobus, Kapitel 5, Vers 16, nachlesen können. Bekennt nun einander die Sünden, was einschließt, dass der Priester dem Volk genauso wie das Volk dem Priester seine Sünden bekennen müsste, wenn einer gegen den anderen gesündigt hatte. Weil diese Ohrenbeichte, wo das nicht ist, das sagt ja im Grunde, dass der Priester sündenlos ist. Ja? Genau wie der Papst von sich selbst behauptet, sündenlos zu sein und unfehlbar zu sein. Ist doch nur ein Mensch. Wir sind doch alles Menschen, wir sind doch alle Sünder. Und deswegen steht in der Bibel, bekennt nun einander die Sünden. Ich bekenne meine Sünden dem Priester, der Priester bekennt seine Sünden mir. Das ist genau das gleiche, wie wir es heute haben mit dem Papst Franziskus, wenn der ausgeht da und den Gefängnisinsassen oder was die Füße wäscht. In der Bibel ist das in Ordnung, wenn er auch seine Füße waschen lassen würde, wie Jesus das tat. Da liegt der große Unterschied. Aber die Leute kennen ja die Bibel nicht mehr und deswegen sagen sie, oh, der Papst wäscht den Leuten die Füße, er erniedrigt sich ja so, das ist ja ein ganz toller. Nein, das ist ein ganz falscher, der die Bibel total falsch auslegt. Bekennt nun einander die Sünden, einander, das heißt ich dir, du mir. Ja?
Und nicht nur ich dir und du vergibst mir dann sozusagen meine Sünden. Das, das geht nicht. Das geht nicht. Dies hätte niemals der Absicht des geistlichen Despotismus dienen können. Und daher hatte Rom, das das Wort Gottes verließ, Zuflucht zum babylonischen System genommen. In diesem System wurde die geheime Ohrenbeichte vor dem Priester in einer vorgeschriebenen Form von allen gefordert, die zu den Mysterien zugelassen waren. Und bevor nicht eine solche Beichte stattgefunden hatte, konnte keine vollständige Einweihung in die Mysterien vorgenommen werden. Salverte wird hier schon zum zweiten Mal angeholt. Salverte, eben erklären, wer das ist. Der Autor spricht hier über Eusebe Salverte, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Des Sciences Occultes. Das heißt auf Deutsch die geheime Wissenschaft. Eusebe Salverte war ein französischer Poet, Sänger und Politiker, der, und das finde ich ganz wichtig, und deswegen schön, dass er ihn hier zitiert, der gegen die Wiedereinführung der Jesuiten nach 1814 in Frankreich war. Als Papst, welcher war das? Ich glaube, schlag mich tot, Pius der Siebte oder sowas. Die Jesuiten in 1814 wieder eingeführt hatte. Ja. Salverte spricht wie folgt von dieser Beichte, wie sie in Griechenland in Riten eingehalten wurde, die klar auf einen babylonischen Ursprung zurückgeführt werden können. Zu dem babylonischen Ursprung dieser Mysterien werden wir im nächsten Kapitel sehen, also macht euch bitte einen Knoten im Ohr. Die ersten beiden Abschnitte des Kapitels 2, da werden wir tiefer in diese Materie eingehen, über den babylonischen Ursprung dieser Mysterien. Hier gehen wir jetzt erstmal weiterlesen. Der Autor sagt, Zitat, alle Griechen von Delphi bis Thermopylae wurden in die Mysterien des Tempels von Delphi eingeweiht. Ihr Stillschweigen über alles, was geheim zu halten war, wurde sowohl durch die Furcht vor den Strafen gewährleistet, mit denen eine meineidige Offenbarung bedroht war, als auch durch die allgemeine Beichte, die von den Anwärtern nach der Einweihung abverlangt wurde. Eine Beichte, durch die sie größere Furcht vor der Indiskretion des Priesters hatten, als der Priester vor der ihren. Da geben wir eben mal der Note nach, die Nummer 21, die der Autor hier in diesem Buch macht. Und das ist dann wieder Eusebe Salverte aus dem Buch Des Sciences Occultes, Kapitel 26, Seite 428. Das Buch ist voll, also dieses Buch hier, ist voll mit diesen verweisenden Fußnoten von der Abstammung solcher und anderer Zitate. Und wenn man das Buch selber liest, ist es hilfreich, auch die Quellen ab und zu sich anzusehen. Nur mal als Tipp, dass man eben immer seine eigenen Recherchen anstellen sollte. Ich werde im weiteren Verlauf des Buches darauf verzichten, ja, größtenteils, nicht ganz, diese Stellen zu nennen. Das kann jeder für sich selbst nachforschen. Also hier in dem letzten Satz ist es durch die größere Furcht vor der Indiskretion des Priesters hatten als die Priester vor der ihren. Das ist dann halt Nummer 21 und da muss man halt mal am Ende des Buches dahin gehen und sich die Nummer 21 anschauen. Und dann kann man da ein bisschen tiefer nachschauen. Auf diese Beichte nimmt auch Potter in Greek Antiquities Bezug, obwohl es im Allgemeinen übersehen wird. In seinem Bericht von der Eleusinischen Mysterien schreibt er nach einer Beschreibung der einleitenden Zeremonien und Anweisungen vor dem Eintreten der Einweihungskandidaten in die unmittelbare Gegenwart der Gottheiten, Zitat, dann stellte der Priester, der sie einführte und der Hierophant genannt wurde, einige Fragen, zum Beispiel, ob sie fasteten und so weiter, auf die sie in einer vorgeschriebenen Form antworteten. Zitat Ende. Das und so weiter hier wird einem flüchtigen Leser nicht auffallen, aber es ist ein bedeutungsvolles und so weiter, das einiges beinhaltet. Es bedeutet, seid ihr frei von jeder Übertretung des Keuschheitsgebotes? Und dies nicht nur im Sinne der sittlichen Unreinheit, sondern in jenem unnatürlichen Sinne der Keuschheit, den das Heidentum immer pflegt? Seid ihr frei von der Schuld des Mordes? Denn keiner, der des Tötens schuldig war, auch nicht ungewollt, konnte zugelassen werden, bevor er nicht vom Blut gereinigt war. Und es gab gewisse Priester, genannt Coes, die in solchen Fällen
die Beichte hörten und sie von der Schuld reinigten. Die Genauigkeit der Abfrage bei der heidnischen Beichte wird offensichtlich in gewissen anstößigen Gedichten von Propertius, Tibullus und Juvenal angedeutet. Wilkinson sagt in seinem Kapitel Private Fasts and Penance, also private Fasten und Buße, persönliches Fasten und Buße im Zusammenhang mit bestimmten Regelungen zu festgelegten Zeiten wurden streng erzwungen, und gibt mehrere klassische Zitate an, die klar beweisen, woher das Papsttum die Art der Fragen nahm, die seiner Beichte die Eigenschaft der Obszönität aufdrückten, wie es in der bekannten Schrift von Peter Denz dargestellt wurde. Der Vorwand, unter welchem diese Ohrenbeichte gefordert wurde, war, dass die Feierlichkeiten, zu denen die Eingeweihten zugelassen werden sollten, so hoch, so himmlisch und so heilig waren, dass kein Mann, dessen Gewissen mit Schuld und unbereinigter Sünde beschwert war, rechtmäßig dazu zugelassen werden konnte. Deswegen wurde es zur Sicherheit derer, die eingeführt werden sollten, als unerlässlich angesehen, dass der diensthabende Priester ihre Gewissen gründlich prüfte, damit nicht dadurch, dass sie ohne angemessene Reinigung von vorher begangener Schuld eintraten, der Zorn der Götter, gegen die weltlichen Eindringlinge erregt wurde. Gibt nur einen Gott, hä? Schon mal wieder ein interessanter Unterschied. Das jedenfalls war zumindest der Vorwand. Wenn wir jedoch die im Wesen unheilige Natur sowohl der Götter als auch ihrer Anbetung kennen, kommen wir nicht umhin zu sehen, dass dies nicht mehr als ein Vorwand war. Dass es einzig und allein das große Ziel war, die Einweihungskandidaten durch die Anforderung, dem Priester all ihre geheimen Fehltritte und Sünden zu berichten, vollständig der Macht derer auszuliefern, denen die innersten Gefühle ihrer Seelen und ihre größten Geheimnisse anvertraut wurden. So, jetzt muss ich aber mal eben stoppen. Dass dies nicht mehr als ein Vorwand war, dass es einzig und allein das große Ziel war, die Einweihungskandidaten durch die Anforderung, dem Priester all ihre geheimen Fehltritte und Sünden zu beichten, vollständig der Macht derer auszuliefern, denen die innersten Gefühle ihrer Seelen und ihrer größten Geheimnissen anvertraut wurden. Die Beichte in der römisch-katholischen Kirche war für Jahrhunderte die größte Form der Spionage. Durch die Beichte hatte die Kirche sämtliche Informationen in ihrer Gemeinde. Die Leute gingen dahin, knieten sich hin und haben dem Priester gesagt, ich habe gesündigt, ich habe dies getan, ich habe das getan, mein Mann dies, mein Kind das, bla 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 bla. Alles haben sie gesündigt, alles haben sie von sich gegeben in dieser Beichte. Und der Pastor hat das alles schön mit aufgeschrieben und seinem Vorgesetzten durchgegeben. Das ist ein System der Spionage, wie es die Kirche Jahrhunderte gehalten hat. Nun, in unserer heutigen Zeit ist das Problem, dass so viele Leute nicht mehr in die Beichte gehen. Also wird jetzt der Staat damit beauftragt, die Sünde zu hören. Und wie macht er das? Facebook, Twitter und all diese ganzen sozialen Netzwerke, wo jeder Mensch so richtig schön alles preisgibt, was normalerweise eigentlich zwischen seinen eigenen vier Wänden bleiben sollte. Und der Staat hört mit, weil der Staat ist dem Spirituellen, dem Geistlichen unterstellt. Und deswegen hat man diese sogenannten Abhörskandale. Junges, das ist doch alles ein abgekatertes Spiel. Facebook, Twitter, all diese ganzen sozialen Netzwerke, ich kann euch nur raten, raus da, raus, raus, raus. Das ist, und natürlich auch nicht dann gleich in die Kirche gehen und den Priester irgendwas beichten, das ist ja genauso blöde. Sollte man auch nicht tun. Also kann ich euch nur raten, weg damit. Wie gesagt, in der Bibel, da bekennt man die Sünden einander. Nicht der eine dem anderen und das war's, nein, einander, ich dir, du mir. Ja? Schreibt euch das mal hinter die Ohren. Der Autor fährt fort, und genau auf dieselbe Art und Weise und zu genau demselben Zweck führte Rom die Ohrenbeichte ein. Anstatt von allen Gläubigen zu fordern, wie es die Schrift tut, einander ihre Sünden zu bekennen, wenn einer den anderen verletzt hat, befiehlt Rom allen unter Androhung der Strafe der Verdammnis
vor dem Priester zu beichten, ob sie gegen ihn gesündigt haben oder nicht, wohingegen der Priester überhaupt keiner Verpflichtung unterliegt, vor dem Volk zu beichten. Ohne eine solche Beichte gibt es in der katholischen Kirche ebenso wenig Zutritt zu den Sakramenten, wie es in den Tagen des Heidentums ohne Beichte keinen Zutritt zum Vorrecht der Mysterien gab. Diese Beichte wird von jedem einzelnen Menschen alleine und unter Verschwiegenheit vor dem Priester abgelegt, der im Namen Gottes und bekleidet mit der Autorität Gottes vor ihm sitzt, um nach seinem rein willkürlichen Willen und Gefallen das Leben zu richten, die Absolution zu erteilen oder zu verdammen. Dies ist der große Dreh- und Angelpunkt, an dem das ganze Geheimnis der Bosheit, wie es das Papsttum verkörpert, befestigt ist. Und wo immer man sich ihm ergibt, dient es wunderbar der Absicht, Menschen in erbärmlicher Abhängigkeit in die Priesterschaft zu binden. Das ist es doch. Hier geht es doch darum, die Menschen auszuhorchen und durch das, was ich über sie weiß, zu kontrollieren. Denn wenn ich weiß, was du für Mist angestellt hast, dann kann ich das doch auch gegen dich gebrauchen. Ne? Jetzt geht einer beim Priester das Beichten und der nächste kommt beim Priester das Beichten und der Priester erzählt das dem und der eine kann das gegen den anderen missbrauchen. Erpressung. Die ganze Kirche ist nur basiert auf Erpressung. Der Autor fährt fort. In Übereinstimmung mit dem Grundsatz, aus welchem die Beichte hervorging, erhob die Kirche, das heißt der Klerus, den Anspruch, der einzige Treuhänder des wahren Glaubens der Christenheit zu sein. So wie man glaubte, die chaldäischen Priester seien die einzigen, die den Schlüssel zum Verständnis der Mythologie Babylons besitzen, ein Schlüssel, der ihnen von der frühen Antike an weitergereicht wurde, behaupteten auch die Priester Roms, die einzigen Ausleger der Heiligen Schrift zu sein. Nur sie hatten die wahre Überlieferung, die von einer Epoche zur anderen weitergegeben wurde, ohne die es unmöglich wäre, ihre wahre Bedeutung zu verstehen. Daher forderten sie bedingungslosen Glauben an ihre Dogmen. Alle Menschen waren verpflichtet zu glauben, wie die Kirche glaubte, während die Kirche auf diese Weise ihren Glauben gestalten konnte, wie es ihr gefiel. Da sie auch die höchste Autorität über den Glauben besaß, konnte sie wenig oder viel auslassen, wie es sie als am zweckdienlichsten beurteilte. Und Vorenthaltung beim Lehren der großen Wahrheiten der Religion war ein ebenso grundlegendes Prinzip im System Babylons wie heute im Romanismus oder Traktarianismus. Kleine Bemerkung eben von mir. Selbst unter den Eingeweihten bestand ein Unterschied. Einige wurden nur zu den kleinen Mysterien zugelassen, zu den größeren hatten nur einige wenige bevorzugte Zutritt. Das ist hier Note 129, die der Autor zugibt, aus Wilkinson, Ancient Egyptians, Band 1, Seite 266 und 267. Nochmal, selbst unter den Eingeweihten bestand ein Unterschied. Einige wurden nur zu den kleinen Mysterien zugelassen, zu den größeren hatten nur einige wenige bevorzugte Zutritt. Das finde ich in der Hinsicht ganz furchtbar wichtig. Über Leute, die meinen von, ach ja, Freimaurer, ich bin selbst Freimaurer, ich weiß alles, ich bin ganz toller, ich bin der dritte Grad, ich bin Master, Meister Freimaurer, oder wie immer das im Deutschen heißt, Master Mason. Leute, die arbeiten mit Wissen, das inwendig und auswendig ist. Und in den unteren Graden hat man überhaupt keine Ahnung, was das ganze System überhaupt beinhaltet. Überhaupt keine Ahnung. Man wird missbraucht. Je höher man in diesen Rängen kommt, desto mehr man eingeweiht wird und desto mehr man das ganze Geheimnis auch versteht. Die unteren Ränge haben überhaupt keine Ahnung. Und wenn sie Ahnung hätten, dann würden sie rausgehen aus solchen Gesellschaften, wie den Freimaurern zum Beispiel. Der Autor fährt fort. Dieser priesterliche Anspruch auf Herrschaft über den Glauben der Menschen hielt in der alten Welt die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder. Wollen wir eben gucken, was dazu Paulus sagt im ersten Buch Römer, was ich vorhin schon mal angeholt hat, Vers 18. Zitat:
Denn Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alles gottlose Wesen und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Zitat Ende. Dieser priesterliche Anspruch auf Herrschaft über den Glauben der Menschen hielt in der alten Welt die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder. So dass, Zitat, Finsternis die Erde bedeckt und Dunkel die Völkerschaften, wie wir in Jesaja 60, Vers 2 nachlesen können. Derselbe Anspruch in den Händen der römischen Priester führte auch in das dunkle Zeitalter hinein, als viele traurige Jahrhunderte lang das Evangelium unbekannt und die Bibel für Millionen, die den Namen Christi trugen, ein versiegeltes Buch war. In jeder Hinsicht sehen wir also, dass Rom mit Recht auf seiner Stirn den Namen Geheimnis Babylon die Große trägt. Ende des ersten Kapitels von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht Spaß, das Buch zu lesen. Ich hoffe auf ein paar ermunternde Kommentare und werde sehen, dass es nicht wieder so lange dauert, bis ich den nächsten Teil hochlade. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag. Heute ist übrigens Sabbat, dass ich das aufgenommen habe. Also jedem meiner Brüder und Schwestern wünsche ich auch weiterhin einen angenehmen Sabbat. Ich werde das heute noch hochladen, vielleicht das Video, wenn ich das geschafft kriege. Ansonsten morgen. Ansonsten der nächste Sabbat sei auch gegönnt. Wünsche ich euch auch schön. Wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag. Alles Gute. Gott segne euch und schütze euch und bewahre euch in seinem Glauben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.